Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind hier auf der französischen MIP. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area. Und wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass unsere Einzelkonsiermaschine keine Kartoffeln kann. Ist ja auch völlig in Ordnung so, denn wenn wir ehrlich sind, wir brauchen ja auch anständige Kartoffellegemaschinen, ne? Also, machen wir doch das wie folgt. Wir haben ja schließlich eine Menge Geld auch auf dem Konto. Kartoffeltechnik. Wir suchen uns eine Kartoffellegemaschine, die hat 3 Meter Arbeitsbreite, die hat 6 Meter Arbeitsbreite, Kombination. Ach, Frontgewichte. Ja, nee. die kostet 129.500 Euro mit 6 Meter Arbeitsbreite, aber ich würde doch sagen, ja. Die gönnen wir uns, ne? Mit einer Sämaschine können Früchte, Weizen, Gerste oder Raps gesät werden. Das ist Kartoffellegemaschine. Jetzt ist allerdings die Frage, also brauchen tun wir sie sowieso. Ne? Brauchen tun wir sie so oder so. Jetzt ist allerdings die Frage, die hat keine Direktsaatfunktion. Wie sieht denn das Feld aus? Ich meine, ne, 47... hier. Ja. Also, da sind Steine drauf. Ich würde sagen, wir müssen das erst aufarbeiten, ne? Wir müssen auch hier erst Steine sammeln. Aber gegrubbert ist schon mal. Das ist natürlich blöd. Du machst deinen Job. Du bist voll. Dich unterbreche ich kurz. Mach das hier an. Wir müssen also erst die Steine sammeln. Und dann können wir die Kartoffeln legen. Da habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ich gehe mal davon aus, mit dem Unkraut, was da drauf steht, wird die Kartoffellegemaschine fertig werden. Aber wir haben wohl hier das Problem, dass wir für zukünftige Anwendungen der Kartoffellegemaschine auch wieder einen Grubber brauchen. Das ist ja... Was machst du hier? Da ist das Saatgut. Wir können statt Kartoffeln halt Saatgut laden, ne? So, wenn ich jetzt aber noch mal gucke, Kartoffeltechnik, andere Sämaschinen gibt es da nicht, ne? Nee, das ist dann tatsächlich die größte. Ja, ich mach dich schon mal voll. Saatgut wird hier halt in Kartoffeln umgeändert, weil ja Mutterknollen, also Kartoffeln, die heißen Mutterknollen, eigentlich in den Boden gelegt werden. Ah, guck mal. Das reicht noch nicht mal. Wir brauchen noch mindestens 5000 Liter Saatgut. Also auch hier wieder eine Geschichte, ne? Wo wir dann wahrscheinlich in die Verlegenheit kommen werden, dass wir noch einen Grubber kaufen müssen. Da müssen wir wahrscheinlich pflügen, obwohl frisch gepflügt. Wenn etwas frisch gepflügt ist, müsste die Kartoffelmaschine auch arbeiten. Und wir werden nach der Kartoffelernte wohl auch pflügen müssen. Gehe ich mal von aus. Naja gut, jetzt eins nach dem anderen. Dann haben wir die Kartoffelmaschine gekauft. Ich fülle die jetzt auf. Und dann machen wir mit ihr einen Zwischenstopp auf dem Hof. So, damit sie nicht im Weg steht. Ich bleib jetzt hier. Ich werde mal eben die beiden Säcke an die Wand stellen. Versuchen. Was machst du?
272 Euro. Das ist von den Steinen. Vom Steinsammler. So, Superstärke aus. Und dann gucken wir mal weiter. So, 33. Hafer ist ready. Haben wir noch was anderes anzusehen, außer unseren Hafer? Mit dieser Seemaschine heute? Nein. Es ist nichts weiter geplant. Das heißt, du kannst auch zum Hof. Ah, wir müssen viel striegeln. Aber es wird jetzt ein Trecker frei. Juhai, was haben wir noch? Du bist hier, du bist hier, du bist hier. Du kommst wieder Gülle abholen. Ist ja noch viel Gülle da. Kuh. Ach ja. Ist noch viel Gülle da. BGA. Gülle geliefert. Ah, wird schon was. Da wird schon passen. Da wird schon einiges passen. Lass mal fahren. Ach ja, hier. Ist das der letzte? Nein. Auch noch nicht. Hier kommt der Steinsammler zurück. Ah, das Steine sammeln, ne? Das ist ja eine Querele. Ich sage es euch. Ja, ich weiß. Man kann Lesesteine absammeln, aber ich versuche hier ja relativ realistisch vorzugehen, ne? Also gehören die Steine mit dazu. Ja. Wir stellen dich mal irgendwo hin, wo du nicht störst. In Bereitschaft. Jetzt wird das wohl noch eine Weile dauern, bis wir da anfangen können. Zu ernten. Anzusehen. Ich würde dann tatsächlich mit dem jetzt hier loslegen. Mit dem Striegeln, weil das ja ziemlich lange dauert auch. Und zwar können wir die 34 striegeln und die 33 striegeln. Wir fangen mal an. 34 zu striegeln. Gegen Unkraut. So, striegeln 15 Meter. Machen das. Sehr gut. So, du bist auch durch hier. Heißt, ich kann die Seemaschine abstellen. Na, das ist wieder eingeparkt, ne? Wie dem Azubi. Na. Ach, herrje. So muss man das wieder mit der sich drehenden Achse und so, ne? So, zieh mal ganz raus. Oder so weit raus, wie es geht. So. Da hat der Azubi wieder eingepackt. Das sieht doch schon anders aus. Oh, bis an der Wand. Stopp! Genau. So, wir holen uns jetzt den Kipper. Mit dem Kipper werden wir jetzt erst den Mist fahren vom Kuhstall. Das ist nicht der Kipper. Das ist der Kipper. Und wenn wir den Mist vom Kuhstall gefahren haben, können wir mit dem Kipper die Silage fahren. Und da der 1050 Vario ja so kräftig ist und Mist und Silage durch ihre Feuchtigkeit sehr schwer sind, ist das schon in Ordnung, dass da richtig PS hinter sitzt. Wir werden auch nicht mit einmal fahren hinkommen, ne? Beim Mist glaube ich nicht. Ich stelle mal hier Kuhstall ein und Bio. Genau.
Machen wir mal hier voll und gucken mal, ob wir alles rauskriegen. Mal sehen. Und das ist wieder das beste Beispiel dafür, dass man hier Geld mit Scheiße verdienen kann. Im wahrsten Sinne, maximaler Füllstand ist erreicht. Da ist aber jetzt nur noch so ein Rest drin. Ne? Also den Rest, den lassen wir mal. Fahren nur in den Upkeep-Modus. Für das bisschen brauchen wir nicht nochmal extra fahren, denke ich. So, kann ich dich schon anschalten? Nein, da willst du nicht durch. So. Was läuft noch? Er kommt zurück hier, unser Gülletransport. Der ist sehr praktisch, muss ich sagen. So, wir sind hier fertig. Wir müssen dann auf Feld 40 umstellen. Weil wir die 38 ja fertig eingesammelt haben. Natürlich brauchen wir von der 40 auch den Grasmähkurs. Sehr verführerisch. Die anderen Kurse. So, das machen wir wieder an. Könnten eigentlich auch einen eigenen Steinsammler kaufen mittlerweile, glaube ich, ne? So oft wie wir den brauchen werden in Zukunft. So, das läuft jetzt auch wieder. Ja, du bist hier noch fleißig. Also ich bin immer noch dafür, dass ein Original Giants Steinsammler kommt. Mit mehr als 5 Meter Arbeitsbreite wäre ich also sehr für, und vor allem mit mehr Ladekapazität, ne? Naja, warten wir ab, was da alles noch Schickes kommt. Jetzt den Mist, wenn er den Mist abgeladen hat, dann geht's an die Silage. Spuck es aus! Los! Das lohnt sich. Wenn dann bald noch Schweinemist dabei kommt, ne? Gucken wir mal. Jetzt haben wir hier auch noch Mist geladen, ne? Ja. Also, ich bin echt gespannt. Gülle, Mist, jetzt kommt später die Silage noch dazu. Also das gibt schon mal richtig Geld. Und auch die Gärreste, ne? Das ist ja auch spannend. So, es wird hier Gas produziert und Strom. Ja, aber irgendwie noch ist da ja nichts hier bei uns, was Strom verbraucht, beziehungsweise Gas. Also, wir fahren jetzt Fermenter abholen und dann als erstes bei den Kühen anliefern die Silage. Wir stellen hier auch Silage ein und los geht's. Da müsste jetzt gleich noch wieder mehr Gülle kommen. Ja, da, der ist randvoll, ne? Nochmal 24.000 Liter. Da ist aber Kapazität ist gegeben. Also Gülle können wir da eine Menge verfahren. Das muss ich ja sagen. Was machen wir mit Mistüberschuss? Wenn man Mist verkaufen würde, was kriegt man dann dafür? Biogasanlage oder Verkauf alles Container? Ja, das ist ein Problem. Wenn die BGA voll ist und wir nicht mehr wissen, wohin mit dem Mist, ne? Jetzt kommen wieder einige und sagen, dann nimmt man halt einen Miststreuer und düngt mit dem Mist. Man kann auch mit der Gülle düngen. Was ist das denn hier schon wieder? Das dürfte gar nicht passieren. Du musst an eine ganz andere Stelle eigentlich, um das Feld zu verlassen. Und seit wann macht Autodrive so eine Zickerei? Ne? Nee, nee, nee. Manchmal. Und so.
Ah, Steinsammler, auf dich warte ich händeringend. Ich will Kartoffeln legen, ne? Kollege. Um 46, da kommen dann die Sojabohnen drauf für den Schweinestall. Und Sojabohnen können wir auch erst nächsten Monat mit dem Mais ansehen. Aha, aha, aha. Ja, so ist das. So, du bist hier fertig mit Striegeln. Wunderbar. Dann schicke ich dich zu Feld 33, wo wir den Hafer gewählt haben. Und dann kannst du 33 auch striegeln. Gib alles. Haben wir hier noch Bedürfnisse, die wir übersehen haben? Muss gewalzt werden? Ja. Nein. Muss gedüngt werden? Ja. Das mit dem Düngen sehe ich ein. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Dann schmälern wir hier gewaltig den Ertrag. Okay. Okay, das ist alles, das passt schon. Ah, wie gesagt, ein Original-Steinsammler, der größer ist, das wäre was. Das wäre was. So. Aber das war's für diese Folge. Wir kämpfen uns dadurch. Dürfen nur den Überblick nicht verlieren, ne? Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal, motiviert mich weiterzumachen und kommt somit uns allen zugute. Ich war, bin und bleibe der Strategie von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, meine Güte, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.